Hallo ihr Lieben, ich möchte heute eine ganz kurze Review zu einem Haarpflegeprodukt machen. Und eigentlich dachte ich mir schon, ich mache ungern ein Video dazu, weil ich es wirklich toll finde und ich Angst habe, einige von euch anzufixen und sie damit eigentlich dann gar nichts anfangen können. Aber ich muss es euch einfach zeigen. Und zwar will ich meine Haare wachsen lassen. Sie sind eigentlich auch schon gut gewachsen, wenn man die ersten Videos ansieht. Da sind sie so kurz. Und ich dachte, ich brauche eine gute Pflege für die Spitzen, die man dann auch in dem Haar lässt, also in den Haaren lässt, so. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und benutze jetzt wirklich schon seit 6 Wochen mindestens das Alverde Repair Haarspitzenfluid. Wie ihr seht, also so bei meiner Hand, das ist nur so ein kleines Ding, hat fast 5 Euro gekostet und das ist eben Naturkosmetik ohne Silikone für strapaziertes und brüchiges Haar in dem Geschmack Traube Avocado. Ich lese euch mal vor, was hier oben steht. Mit wertvollem Traubenkernöl und Avocadoöl pflegt, glättet und kräftigt beanspruchte und brüchige Haarspitzen. Besondere Wirkstoffe wie pflanzliches Betain und Weizenprotein geben sprödem und trockenem Haar die notwendige Feuchtigkeit. Anwendung: Eine kleine Menge mit den Fingerspitzen sanft in die feuchten Haarspitzen einmassieren, nicht ausspülen und wie gewohnt frisieren. 30 Milliliter sind enthalten und es hält noch bis zum Mai 2013. Finde ich ganz gut, dass hier ein Ablaufdatum oben steht. Und was steht hier noch? Unser Produktversprechen: verzichtet auf synthetische Duftfarben, Konservierungsstoffe, Rohstoffe bevorzugt aus kontrolliertem biologischen Anbau, ohne Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Und sowas kann man dann auch in den Haaren lassen, denke ich, denn mir war es wichtig, keine Silikonbombe in den Haaren zu lassen. Ich verwende im Moment ein silikonfreies Shampoo, auch von Alverde, und eine Spülung von Herbal Essences mit Silikonen, einfach weil ich nicht gefunden habe, dass die von Alverde so toll riechen. Wenn ihr eine Spülung habt, die ihr empfehlen könnt, ohne Silikone, bitte sagt es mir. Und eben dieses Haarspitzenfluid. Wenn die Haare noch nass sind, kämme ich sie durch und mache da so einen Pumpstoß hinten so in die Spitzen rein, massiere das ein und fertig. Und ich finde, meine Spitzen sehen ganz gut aus. Und auch meine Friseurin hat gesagt, dass meine Spitzen fast gar nicht kaputt sind. Und das führe ich natürlich auf dieses Produkt zurück. Denn vorher habe ich wirklich gar keine Spitzenpflege benutzt und ich habe schon gemerkt, dass meine Spitzen einfach beansprucht sind. Und überhaupt, wenn man die Haare wachsen lässt, finde ich, ist es wichtig, dass man gepflegte Spitzen hat. Und deshalb kann ich dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr ähnliche Haare habt wie ich, ähnliche Bedürfnisse habt wie ich. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch wirkt, aber ich mag es und das wollte ich euch sagen. Und ich finde auch ganz cool, das macht man hier so auf. Und das ist ein Pumpspender. Und das Produkt sieht so aus, es ist sehr, sehr flüssig und ein bisschen gelartig. Riecht eigentlich typisch wie Alverde-Produkte. Und es lässt sich sehr, sehr gut verteilen. Das Problem ist nur, wenn man zu viel nimmt oder zumindest wenn ich zu viel nehme, dann sehen die Haare schon fast so ein bisschen fettig aus und wirken ein bisschen beschwert. Aber so ein kleiner Pumpstoß reicht eigentlich für die Spitzen. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt, fragt mich einfach, schreibt es in die Kommentare, ich beantworte sie euch gerne. Und wenn ihr Erfahrungen damit habt, schreibt es auch in die Kommentare, dann können alle davon profitieren. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und sage danke fürs Zusehen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss!